Es gab ein kleines Update, deswegen haben wir hier noch ein bisschen Tutorial. Wir haben neue Tutorial-Sachen zu tun. Und ich kann die Steuer, ich kann den, ich, wie. Wie ist die Steuerung? Ich kann die Kamera, wie bewege ich die Kamera? Oh, verdammt. Ja, willkommen zu einem neuen Stream nach dem Update. Ich sehe die Steuerung ein bisschen durch den Wind. Kamera bewegen, Kamera bewegen, Kamera bewegen. Panik. Wer ist dies bewegen? Spaces springen, E ist Pfahl rufen. Hat natürlich der Ducken. Rollen springen, Pfahl wechseln, schwierig sind Pfahl, Baumenü. Ah ja, das ist wieder die Maus. Da hat bloß gerade ein bisschen gegangen. So, Booster ist vorbei. Wie versprochen, Hexen kommst du auf. Joa. Funktioniert noch alles. Hoffentlich. Ja, na dann, willkommen zu meinem Pralwurz-Team. Mit kleinen Startschwierigkeiten. Joa. Na dann, unser Ziel ist heute in gewisser Weise in das Gebiet hier vorzudringen, da mal ein bisschen mehr Gebiet zu öffnen, aber erstmal müssen wir hier noch ein bisschen erkunden. Also ich gehe mal hin und hier noch ein bisschen leveln, bevor wir uns nächste Gebiet uns vorwagen können. Eine schöne Kirche, eine Ruine. Jetzt haben wir wieder Tutorial-Sachen. Baue einen Brutkasten, besuche ein ersten Naturschutzgebiet und fange Ekdyoterra. Wir haben schon Ekdyoterra gefangen, dachte ich, auf einen zum Eis geraten und besiege den Boss im Turm der Liga der Prahlfreunde. Ja. Da müssen wir hin. Puh, das ist noch ein bisschen. Das ist ein bisschen Arbeit bis hin. Es dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. So, wo wollen wir jetzt hin? Ich glaube, ja, genau dort lang. Da waren wir noch nicht. Ja, es ist tot.
Abbrechen ist immer noch nicht wirklich das Ding. Es geht immer noch nicht wirklich. Hier müssen wir hin, hier waren wir noch nicht. Der W17 Grind, ey. Was können, der W17 könnten wir doch schaffen. Wir haben schon, wir haben sogar schon Level 20er geschafft. Verdammt. Ich einfach zu stark benutzt. Ich bin einfach töte. Irgendwo hier muss das sein. Geradeaus. Ist auf jeden Fall eine Truhe. Ah, hier. Wieder kämpfen schon. Na komm. Schwer da hinterher zu kommen. Aus welchem? Und das schaffen wir. Ja, ich habe einen ganz anderen Gegner. Können wir es sogar fangen, wenn wir ganz am Ende aufpassen. Ich glaube ich nicht, dass man die fangen kann, aber versuchen können wir es. Beides Paar ein bisschen kämpfen lassen. Sowieso nicht hinterher. Eine fliegende Katze. Das ging mir gerade super an. Und komm mal zurück. Man muss mich alleine unterstützen, aber man was versuchen. 7%, okay, es geht. Wie viele von denen haben wir? Haben wir gar keine. Prozent ist nicht unmöglich. Nice! Ist der Boss-Sieg. Wir haben es sogar gefangen. Grintail. Wir haben den Boss gefangen. Mal schauen, ob wir das ins Team mit reinnehmen können. Im Team ist natürlich viel schwächer. Wie immer. Kann ich was Neues? Nein, nicht. Ah doch, können wir. Braucht noch ein Flauschebett. Hier paar Flauschbett. Nehme ich das mal als erstes. Spiegelset. Lungenbeet, naja, ich weiß nicht. Nur den nehmen wir dazu. Wenn wir mal, wie soll das sollten. Nehmen wir hier. Frisierkammermode.
Wegen der Rücksichtnahme. Hast du ihn ausgerüstet? Kannst du die LP deines Angriffsziels nicht unter einen LP senden? Wer will denn sowas? Okay, zum Fangen vielleicht ganz gut, aber naja. Futterbeutel habe ich in der Schule eigentlich immer noch nicht verstanden, was das bringt. Erdbuch hat uns geholt, verdammt. Oh Gott, nein. Bin so dumm, ja, beim nächsten Mal. Erzbuch hat man im Lager. Erz, oh Gott. Kein Erz, kein Problem mehr mit Erz. Zu schade. So, was wollen wir erhöhen? Gewicht, würde ich mal sagen. Mehr schleppen können. Dann so, da haben wir unseren nächsten Bossgegner gefangen. Sehr spannend. Ich muss jetzt mal ins Nahe zurück. Eigentlich müssen wir damit gucken, ob wir das ins Team mitnehmen können. Aber die Schwebekatze hat schon viel gebracht. Die im Kampf dabei zu haben, das wäre ein Banding. Davon haben wir schon, ich glaube, da hatten wir schon die 10 Folgen. Ja, natürlich. Im Sumpfgebiet. Nur 5. Da sehe ich doch was auf der Insel. Saftgrünsei. Wir noch ein bisschen abgründen gehen. Wenn der Waffenbruch voraussteht. Das hätten sie mal updaten müssen. Das ist mir nicht ewig. Wenn man dann zurückscrollt, ist es nicht da. Ah, verdammt. Was wir dafür brauchen. Ein bisschen Metall dann noch. Zwei Palle brauchen wir noch. Brutkästen, was ist das? Können wir das schon? War das nicht dieses Eierding, was wir hier? Ein Brutkästen. Sollen wir noch ein zweites machen oder was? Einfach von mir aus. Ist praktischerweise Erz.
bis zum Waffenbuch und noch viel weiter. Ein bisschen brauchen wir aber noch. Dann müssen wir sagen, auf zum Lager, bevor wir jetzt hier aus Versehen den wahrscheinlich jetzt durchlaufen. Durch den größeren Bereich. Ich rüste mich mal aus. Ein zweiter Blutkasten kann auch nicht schaden. Ich will hier nur durch, ich tue nichts. Musanda, ach Schande. Ja, ich bin ja eindeutig falsch. Au. Bisschen wild. Da sollte ich wirklich noch ein bisschen mehr leveln. So scheiße es auch ist. Hungrig jetzt auch noch. Das kommt jetzt gerade schlecht. Dann bin ich merkwürdigerweise hoch. Real life. Ich habe heute einen Kohldampf. Ich laufe jetzt einfach mal durch bis zur nächsten Brücke, einfach das Gebiet zu erkunden. Bin einfach so frech. Gehen wahrscheinlich jetzt alle schlafen. Das sieht ja fast aus wie das Lager. Das ist aber nicht. Ich finde den Schnellreisepunkt. Das Tagebuch müssen auch irgendwann mal lesen. Ist lebensmüde hier unterwegs. Nachts tut uns hier, glaube ich, nichts. Schlafen ja, ne? Laufe die ganze Zeit in der Küste lang. Level 21 Pal. Schnell vorbei, bevor wir hier bemerkt werden. Wow. Das ist der große Baum. Das ist sowas von falsch. Das ist ein Bossgebiet. Dann werde ich definitiv angreifen.
Nepalsäbel. Ich glaube, der Grund, warum ich noch lebe, ist einfach, dass ich hier, dass es Nacht ist. Ich will jetzt 22 Preise noch nicht angreifen. Und da ist ein Wegpunkt. Und das bis dahin schaffen. Nur gleich noch ein Wegpunkt in den neuen Bereich. Bist du in Munition? Das wird der Kühnheit. Level 30 Boss am Arsch. Alter. Sind wir so unten an der Welt für. Ja, ich sollte sowas von zurück. Was war da gerade? Heißt den Transport erlauben? Ja, bitte. Nee, lass, nee, nicht aufholen, lass mal. Bist abholen. Ist eine dumme Idee. Nicht, dass dann unten eine Kiste liegt und ich es nicht finde. Jetzt weiß ich, hat sich schon dran gemacht. Einen Brutkasten sollen wir also machen. Ich wäre eigentlich dafür, erstmal das jetzt zu tun und danach einen zweiten Brutkasten. Und würde brauchen wir, ja, brauchen wir ein bisschen nur einen Stoff noch. Gehen wir hin. Und ein hochwertiges Palöl. Da können wir vielleicht schon die Waffe machen. Aus irgendeinem Grund haben wir viel gekriegt. Wahrscheinlich vom Boss, den wir getötet haben. Dann bauen wir hier noch ein zweites Ei hin. Ich komme da doch nie in den Rand. Fürs Tutorial. Ich habe doch ein Ei gefunden. Wenn ich das doch mal hier aus. Ja, hier. Saft von Ei. Was im Tunnel man liegt, das sind dann die ganzen Bosse, die wir dann noch machen müssen.
Metallbarren. 17 von 5, wo haben wir auf 17 von 5? Okay. Dann mache ich jetzt mal das hier. Angriff 1000, wow. Mit der Waffe können wir dann ins neue Gebiet. Jetzt haben wir unser aktuelles Eisenmetallschwert 80. Schaden, das hat 1000. Ja, das Nachladen dauert allerdings. Ja, gut. Ist halt statt dem Bogen Armbrust eher. Da nicht so viel Eisen nochmal mehr. Sondern fast. Müssen wir ein bisschen abbauen gehen. Erstmal noch reparieren hier. Schon fertig hier. Floppy. Oder Fruki. Catpress-Pauschuss, Schlammschuss. Jetzt haben wir gerade unser Team so drinnen. Und wenn dann King Wolfie. Riesenkatze. Schauen wir mal, wie es sich im Kampf gibt. Jetzt noch ein bisschen Eisen abbauen. Ich würde sagen, die Kinder haben keine Chance. Oh, das arme Tanzi. Heilchen Team. Schon einen tollen Namen. Könnte satten. Ist doch eindeutig. Und alles im Wunderland. Grinse abgedrückt. Sammeln wir hier so viel Eisen, dass wir nicht mehr laufen können. So muss das. Extra noch ein bisschen mehr Platz im Inventar. Fallen kann man auch mit vollem Rucksack.
Schauen wir endlich den Palball hier. Das wird dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit gejuckt, dass du hier noch nicht. Ich schleppe noch mehr mit mir um. Ich glaube, ich muss mal wieder in die Kisten. Sehr viel Kram hier in den Kisten. Bau mal neue Kisten, wie es ausschaut. Die Bauteile, das kommt auch weg. Das kommt wieder rein. Da müssen wir dann aber auch wahrscheinlich Munition für basteln. Was wir das dann können. 17 haben wir, 25 brauchen wir. Schaffen wir locker. Mit dieser Ladung. Wir schauen den Fuchswachs mal rein. Feuer machen zu. Warum das immer noch ein Fuchswachs ist, obwohl wir andere Feuerpals im Lager haben. Weil es halt einfach das zuverlässigste ist. Die anderen machen nur Schlaf. Faulenzen. Und Mittagspause. Oh, ich kann ein paar. Nee, der will ich jetzt keinen noch. Ich mach den Metallbaren für verschwinden. Nachdem wir das dann haben. Wir hätten dringend mal die Erzmine machen sollen. Ach, verdammt. Muss wohl noch ein paar besiegen. Lass mich raten, das dauert dann wieder eine Ewigkeit, bis wir das dann. Bis die dann gecraftet ist. Stehen wir dann wieder 5 Minuten dran. Sag ich doch. Wer kann die Hand werfen? Du bestimmt. Das kann nicht verrichtet werden. Mist. Aber der Depressor kann. Und Spawn mit. Noch 2 Minuten.
Weg, was ist denn da draußen passiert? In diesem Haufen los. Oh, dieses Palöl. Was wird da hingebracht? Dann legen die da Sachen ab. Woher kommt das? Warum legen die da Beutel mit reinem Blut ab? Wenn das hier drunten liegt, ja klar, aber warum liegen das da drüben? Woher das hier kommt, weiß ich auch nicht, aber wir haben eine Glücksfee im Lager und schaffen das aus dem Lager raus. Merkwürdig. Marmeladenbrötchen. Panikkartenbrötchen, ey. So siehst du aus. Wir machen Brötchen. Ach, der kann arbeiten. Stimmt nicht so riesig für das Haus. Dann sind sie peinlich feucht zu werden. Na, ja, schade. Na gut, ich aus. Ist der Opa nicht verdient. Preis gesund und munter und wieder beim in den Mühen. Kommst du mit? Mutti, du wirst dir beim Handwerk gebraucht. Wie auch noch. Oha, Marmeladenbrot mit Honig bringt viel. Ohne Honig. Hoppla. Und eventuell müsste ich mir gehört, dass ich gerade mein Handy eingeschaltet. Gut, dann brauchen wir ja gar nicht mehr in der anderen Rechnung, wie hier gerade gesehen haben, wir da wieder Dinge hingebracht. Mysteriös. Das haben wir dann mit einem Schuss. Wir brauchen Munition dafür. Bin ich die Hexe mit dem Gewehr?
Ich hoffe, da werden mehr auf einmal gemacht, bis wir da auf 40 sind. Mit 40 Schuss könnte man schon mal was anfangen. Und die haben ja auch doch überall Munition. Wenn es für alle Gewehre geht, wenn es nicht auch eine Pistolenmunition heißt. Sturmgewehrmunition. Die kann man wahrscheinlich nicht nehmen. Ah, jetzt haben wir 11 Schuss, ja. Die minderwertige Munition wird man mitnehmen. Es geht, keine Flintenmunition da. Nein. Bin ja auch Müll drin. Pisten. Müssten eigentlich mal loswerden. Noch endlich viel gelootet bei den Menschen, die wir schon ins Überfallen haben. Jetzt 24 Schuss schon. Das ist ja. Ich sehe, was 1000 Schaden macht, dann können wir den Arm hier mit ausschalten. Schau mal, wie viel hier noch bei rumkommt. Gehen jetzt so jetzt auf einmal dort ab. Oh Scheiße. Was sind Männer in Gefahr sind. Wow, aber die. Die Bums. Und 10 macht das, ja, dann lass ich dann. Ich muss die Presse mal dran arbeiten. Wieso auf einmal nicht? Das ist er. Nicht schlafen. Jetzt sieht man die Hexe mit dem Gewehr. Sehr schön. Hier kommt das Märchen schon wieder mal verfilmt. Der arbeitet drin, aber irgendwie auch nicht. Steht da nur modisch rum. Können wir einen zweiten dazu schicken?
Nee, gibt's nichts zu tun. Wir können in der Auszeit. Ist einfach im Wasser eingepennt. Oder es will sich ersaufen. Das ist dann nicht so lustig. Bei Depresso, ich glaube es irgendwie. Habe gelacht, weil es eingeschlafen ist im Wasser. Nicht weil es. Ich weiß, dass es so rüberkam. Ist ja wahrscheinlich wieder klar, dass das so rüberkommt. Ich bin eben auf Twitter. Kein Problem. Wie fällt der denn mit Greenholz? Mach mit hier. Mami braucht ihre Munition. Na komm. Du machst das schon weiter. Über 43 Schuss. Nachladegeschwindigkeit wird tödlich sein, aber das könnten wir mal versuchen, da hoch zu gehen. Flauschbecken, warten Sekunden, wir jetzt machen. Das habe ich freigeschaltet. Ach, überall brauchen wir wieder Metallbahn für. Fünf Nägel und 10 Stoff. Klar, dass da genau viel bei rauskommen. Das war jetzt so klar. Und der baut das, der zeigt nur seinen Finger auf mich. Der motiviert mich beim Bauen. Der Stoff soll es nicht mangeln. Was macht er da? Mach das. Dann zeigen wir den Finger drauf. Ich fühle mich inspiriert. Wilderische Inspiration. Ranger-like Inspiration. Baumodus. Und zwei davon. Zwei Luxusbetten. Die brauche ich nicht auf die Mauer. Die brauche ich irgendwo. Kann ich die nicht gegenbauen? Dann die Taverne hoch. Kommen die aber wahrscheinlich nie hin. Mit den Treppen bauen. Mit den Treppen laufen. Da
dann tue ich es halt in den Safter hier oben. In das Luxusbetten. Hin. Stoff ist nicht das Ding. Es geht doch sehr, sehr schnell. Mein Preis ist ein bisschen langsamer, aber es geht. Nägel brauchen wir. Machen wir Nägel mit Schrüpfen. Und das Eisen und so mehr. Ich hier noch irgendwie Erz. Ich habe so viel Stein drin. Ich gehe schon abbauen. Viel Platz haben wir nicht. Herz kann man aber immer brauchen. Das ist wirklich was direkt vor der Haustür. Und noch besser wäre natürlich so ein Erzabbaustation. Und da bräuchten wir es gar nicht mehr noch. Da macht es die Preis dann von alleine. Da haben wir dann kein Problem mehr mit Erz. So wie wir es jetzt mit Stein und Holz haben. Holz weiß ich nicht, aber Stein auf jeden Fall. Holz wird, glaube ich, auch abgebaut. Und Beeren. Das ist so. Hat man immer im Lager, dann okay, sind ja auch ziemlich viel Holz. Sind ja fleißig am Arbeiten. Schaffen wir es aus dem Lager? Keine Ahnung. Immer 15 Eisen. Ich brauche zwei Wege noch. Und mit Karten, die kommen dann hier auch nicht hoch. Egal, ich soll sie erstmal nur bauen.
zwei Special Betten. Zwölf in diesem Saft. Wird scheinbar irgendwo irgendwie produziert hier. Oh no. Auch gut. Was ist down hier? Ach komm, her damit. So wie der hier Steine baut. Das ist verdient. Schon fertig. Steht, dass die mitbauen, aber so hoch kommen die irgendwie nicht. Ah. Ist auch so hochgekommen. Und schlafen. Als für ihren Fließbandwerk und Generator. Aha. Bau haben wir noch gar nicht. Damit haben wir das gefunden. Oh, Floppy ist ganz gut. Keine Ahnung. Oh, hier den Satten brauchen wir. Die Spandpaar werden wir jetzt das. Level 27. Heute kriegen wir aber erst mal eine Pistole. WC. Vorher haben wir in den Bett geschissen. Sphärenwerfer oben. Das ist und hier ist der Generator. 26 und 27. Ja, das. Du musst also noch ein bisschen warten. Ein bisschen zu schwer. Das ist der ganze Stein hier. Komm, wir haben so viel Stein. Nicht genug Erz.
Ein Metallhelm würde ich mal erstmal machen. Dann wegen der Rücksichtsnahme. Ja, wenn wir jetzt ein neues Gebiet brauchen, gehen wir auch keine Rücksichtsnahme. Ich brauche mal gar nicht viel. Sich schon nicht schlecht. Ich klumpen wir uns noch mal ein bisschen das in der Tafel. Von Munition brauchen wir das auch mal wieder. Und wir brauchen jetzt gerade auch keine Munition, aber später wieder ein bisschen Eisen im Lager zu haben. Ist nicht verkehrt. Zurück zum Eisenbahn machen. Nichts unterwegs aufsammeln. Was ist denn hier los? Das scheint hier verhungert oder? Was ist Hase? Kein Blatt liegen. Vier Stück brauche ich jetzt hier. Das hat sich gereimt. Mit all dieses Drama, weil es sich reimt. Eins noch. Muss ein Metallhelm, der wahrscheinlich richtig scheiße aussieht. Und feuer mich an. Zeigefinger. Mal schauen, ob der besser ist als Hexenhut. Ich befürchte ja.
bin gespannt, wie der aussieht. Der sieht mysteriös aus. Wie so ein Stirnbedeckung. Wie das dann wie ein Borg aussehen, wenn ich den anhabe. Verteidigung 50, LP 100. Ja, ist leider besser. Und sieht echt bescheuert aus. Was haben wir da jetzt? Ach komm, Scheiß, ist es. Wenn wir in den Bosskampf reingehen, ich lasse es mal dran. Dazu müssen die mich erstmal kriegen. Eine Chance zu fügen. Metzel ich alle mit der Knarre weg. Knarre geschlafen. Das dachte ich nur. Hüpft. Vielleicht nicht zu viel mitnehmen. Und da haben wir noch eine schöne Reise. Gehen wir mal von dort hin. Okay, da geht's glaube ich ins neue Gebiet. Zumindest waren wir hier noch nicht. Ich habe in die Richtung. Nehmen wir 17. Das kriegen wir hin. Und gleich mal das neue Pfeil ausprobieren. Wasser oder lebt das? Lebt der Bus? Okay. Dann halt nicht. Entfernung, okay. Ich glaube eher nicht. Wow, okay. Nicht schlecht.
Im Nahkampf nicht zu gebrauchen, aber im Fernkampf mit diesem Floppy drin. Mit der Waffe sind wir stark. Die Munition ist relativ leicht herzustellen. Brauchen wir nur ein bisschen Metall. Ja. Floppy Nummer 2. Cool. Kupal. Level 10. Ach, verdammt. Na komm. Na komm. Sehr schön. Es gibt hier neue Pals. Im neuen Gebiet. Mit dem Knarre kommen wir jetzt hier weiter. Das ist kein Level. Level 19. Glückliche Nachladezeit. Konnten wir es nicht, aber schießen konnten wir es. 55 Schuss haben wir noch. Jo. Wir sind zu mehr Stärke gekommen. Ich hoffe, die vom Himmel. Hier vielleicht doch ein bisschen zu viel. Einfach wenn man mal trifft. Man muss nur zielen. Wait. Bleib drin. Nice. Rennführung. Scheiße daneben. Daneben. Naja, das ist halt beim Nachladen. Die alten Kanonen. Okay, es wird einfach durch. Wie kann es? Na, tschüss, daneben gehen. Greif an, mach's Platz. Nicht drin.
Nummer 2, yay. Sehr interessant. Die Packer müssen wir jetzt nicht angreifen. Ja, wie ich schon am Anfang angekündigt habe, jetzt gibt es neue Gebiete. Mein Pals. Wulipop. Aha, geraucht. Ja, das passiert bei der alten Knarre. Okay. Zuckerwatte. Aha. Nee, mit ihren Hand, mit den Pistolen sind halt schon ziemlich besser dran. Bringen halt neue Munition. Das ist jetzt mein Revier. Wolf geschossen. Wolf gefangen. Nummer 4. Ich mag diese neue Art zu spielen. Wir haben jetzt eigentlich eine andere Insel erkunden, wo wir eigentlich dort nach rechts wollten. Oha, den Lachsaurus. Abgeraucht. Ich werde mich killen. Jetzt habe ich schon gefangen. Könnte ich auch schaffen. Hochwertiges Paar. Können wir jetzt die Bosse alle erledigen? Zumindest die leichteren Bosse mit Level 17, da bin ich gespannt, wie das wird. Level 13 Lambal. Wow. Nur platt gemacht. War unnötig. Und ich kann nur noch Spatzen schießen. Ich muss doch irgendwo ein
Safe Point geben. Die Wetter sind mal gar keine Gefahr mehr. Ich glaube, damit sollte ich mal ins kleine Dorf rein. Mit Level 40 Waffen wieder schießen. Das ist wahrscheinlich immer noch zu viel. Ah, Scheiße, ist rausgekommen. Ach, Scheiße. Mich. Weg hier. Ja. Wo liegt denn der noch? Ab. Uff, ich werde jetzt von den Wilderen abgeschossen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Von den Wilderen mit seiner Pistole. Um den Einstiegspunkt. Schande. Und kein schneller Reisepunkt. Zum Glück haben wir unser Zeug noch dabei. Da müssen wir den ganzen Weg laufen. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall mal auf Verteidigen. Nee, kann ich gar nicht. Auf LP muss ich gehen. Kann man hier. Und stehen hier direkt rum. Jetzt war cheaten hier direkt vom Safe Point. Gut, ich würde mal sagen, ich mache mal erstmal eine kleine Streampause. Dann spielen, dann erobern wir hier neue Gebiete. Hier, dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter rein. Sphäre des Donnerdrachen. Ja, irgendwo muss es doch hier einen schnellen Reisepunkt geben. Waren wir wahrscheinlich dicht davor. So, bleibt dran, wird noch spannend. Weg geht's weiter. Wird abgemorst, während ich Pause machen will. Das geht ja mal gar nicht. Ich treffe die nicht. Das macht man nicht. Ein böses Hundi. Und Rubin haben wir wieder bekommen. Zwei sogar. Na dann, Kurzpause. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die.
Und die beiden brechen aus. Ausgerechnet die beiden. Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaub, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sich am Lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo, warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Tja. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Sorry. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsetzung. Ein bisschen der Feingefühl in der Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Bin ich in Hogwarts drin? Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Schlafsiedler, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Hm.
Mannschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Festkopflose Nick. Festkopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch kurz. Schaut euch hier um. Die Gryffindor Gemeinschaftsraum. Wie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Bist raus aus deinem Stand. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na toll. Hat niemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Am Schiff gleich halt groß. Nein, da bist du in deinem Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Willst du dein Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Die Drohung mit List. Morgen früh sieht alles anders aus, glaube ich. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süßer. Halt's Maul, Arsch Gesicht. Lass uns kommen, geh, lass uns gehen. Oh ja. Darf. Mist, zack. Ja, heul doch nicht rum. Na komm, angefasst. Ja, verpiss dich. Haben Sie in der Zeitmaschine verpflanzt. Yep. Fantastisch. Ich bin froh, dass das
erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ich hab die hergelockt. Du musst sie überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das gemacht? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Das ist der alte Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Haben die noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Was sind weggetackelt und dann von hinten? Ja. Ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboy-Hüte. Oh. Oh nein. Wie kriegst du das Bild? Wundervoll. Wo sind Cowboy-Hüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Das ist ein Schrank zum Umziehen. Ich setze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh. Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht! Wollt ihr, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus? Ja, ja, sofort. What has he done? Flame is going to death. Trash my game. Punkt jetzt. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, oh nein. Ich sag Free to play Game. Das haben wir ein bisschen neue Optionen zu übertragen. Es. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Der Headface könnte natürlich. Anwende Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und den Sekretärin mit Vergnügen. Stimme den Geschäftsbedingungen zu Artikel 1 Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Dienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen, insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielen zu geben, sein Erbe zu verschleudern, Abenteuer, bla 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 bla. Ich habe den Vertrag in Kriegsschnur gelesen und meinem Blut unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus.
oder so kaputt ist, weil da wirklich jetzt ein Muster draus machen. Weiß nicht. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen Raumschlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Edna bricht aus, um Edna bricht aus zu zitieren. Du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sich am Lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. So. Na dann. Hungrig. Ja. Ein bisschen Zuckerwatte. Gut dann. Und weiter geht die Schießerei. Ein Stück schminken. Wie gemein. Ist das uns hier mal ein Punkt finden, wo wir Safe-Dings finden? Bullypop fangen. Oh, scheiße. Kommt hier rein. Nice. Nummer 2. So geht das hier. Dann müsste auch ein Safe Point raus sein. Hier ist auf der Map eine Megasphäre. Hier ist einer. Dann will ich mal eins ausprobieren. Ich bin wahrscheinlich sowas von tot und mit Pistolen angreifen.
Level 30. Die haben so eine Rüstung an, das wird nix. Na, ein bisschen Schaden hat's gemacht. In den MGs. Weißt du ja, was, wenn wir die niederkriegen würden. Mit einem davon. Rüstung beschädigt. Ich habe keine Chance gegen alle zu gewinnen. Auf einen kriegen wir wahrscheinlich nicht down. Nicht getroffen. Komm, die haben wir fast down. Das ist ja mega nice. Oh, na komm. Ein HP noch. Knappe Sache. Ja. Jetzt wissen wir, was wir können. Ich habe keine Angst mehr vor dem neuen Gebiet. Wenn wir den, mal einen von denen da unten kriegen, schaffen wir alle anderen Gefahren. So, Rüstung. Hexenhut. Ja, 20 Verteidigung. Also wirklich, ja, ich sag Superskämpfer. Hätten wir jetzt gebraucht bei dem Kampf. Gegen die Pals brauchen wir das nicht. Wie weit geht's jetzt hier noch weiter? Oha. Und fangen. Ja. Oh oh. Geh rein da. Noch haben wir keine. Aber jetzt nicht ab. Na komm, 50%. Na komm, hier rein. Nice, ist neues. Getaucht. Ja, wir brauchen jetzt wahrscheinlich einen neuen Weg, brauchen wir die hier. Zumindest die grünen, nicht die gelben Bälle. Yep. Mist. Wir hätten auch noch einen Daumen nehmen können. Das hätte auch ein Blauer gebracht. Yep. Und gleich hier schon die 10er Reihe voll kriegen. Nein. Jetzt so ein Blauen. Daneben.
Ach egal, lass laufen. Munition. Daneben. Munitionsständer im Game. Noch zu hoch. Dann komm runter. Scheiße. Ja, ziehen muss man mit den Dingen halt. Wollte es eigentlich fangen, aber auch gut. Knochen. Keine Ahnung, wofür wir Knochen brauchen. Ich bin instinktiv hier schon richtig gelaufen. Da wollte ich lang. Na komm, das muss doch jetzt. Was? Das ist vielleicht ein HP. Willst du mich freuen? Also ich habe 100 Bälle. Wir kriegen noch diese Zuckerbatten scharfe auf 10, auf 10 Fall. Mit dem Speed. Oh, Gigasphäre. Ich wollte gerade sagen, da war auf einmal. Shit. Das war eher ein Schrägschuss. Ach komm. Mini. Wow. Okay, den haben wir vom Himmel geholt. In die Richtung weiter. Auf welche verbotene Weise ich hier Spaß habe. Ein Abballern von Hals. Oh, Level 14, das wird wild. Oh, hat voll getroffen. Wird wild, habe ich gesagt. Ja, mit der Waffe müssen wir jetzt aber auch neue Gebiete.
gegen die einfachen Preisbäume damit mehr zu kämpfen. Und wir können uns mal das Ding vornehmen, das Bosspal. Okay. Und will nicht gefangen werden. Einfach von mir gepflückt. Schusswaffen sind echt nur zu wild. Wenn wir da richtig, wenn wir ein Sturmgewehr haben. Ich meine, Sturmgewehre und Pistolen sind dann noch ein bisschen. Das ist ja auch eine. Ist ja auch eine Wumme. So muss doch so lange nachladen. Haut auch doch wirklich rein. Ich habe nur Raketenwerfer später gesehen, das ist ganz da wirklich. Später wird es halt einfach. Einfach eine Rakete abwerfen. Zack. Das tut. Ja. Wann können die Sachen Bälle abwehren? Schaden. Ach, hier waren wir schon. Wir sind neue. Wir müssen. Okay, wir müssen was. Ich brenne. Überlebt. What the fuck? Ach du Scheiß, was hatten wir da? Naja, der war ein bisschen heftiger. Was hat denn der für eine Waffe? Das waren so gut, dass wir die Sachen behalten. Jetzt zum Lager rennen müsste uns da jetzt wieder zurück. Okay, das ist eine Stufe zu heftig. Hier mit der ganz großen Kanone, den holen wir uns noch nicht. Und da oben würde ich gerne noch irgendwie einen Safe Point haben. Ach du Schande. Selber gelernt. Ein Naturschutzgebiet sollen wir besuchen. Na, da sind wir aber gerade. Wir sind nicht im Naturschutzgebiet, aber zum Glück nicht. So wie wir ja alles abmetzeln. Am Anfang geträumt, dass wir denen auch nur ansatzweise Schaden zufügen können. Was wir denn machen?
ist doch mit der, auf derselben Stufe wie das. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Das Mammutvieh, was wir am Anfang hatten. Das war doch am Anfang. Im ersten Stream war das ein feuchter Traum, dass wir so ein Viech mal besiegen können. Ihr stellt euch schön hintereinander, wenn ich vielleicht mit einer Kugel. Ja, wirkliche Ziele. Das ist ein Safe Point. Und ist sehr weit weg. Was willst du denn jetzt? Schlucht. Scheiß drauf. Die Schlucht haben wir überwunden. Es ist nachts und ich sehe nichts. Da schaffen wir es nie bis ganz nach oben. Oh. So, so auf meinem Wasserfall. Ja, sieht fast so aus. Ja, da kann man im Wasserfall hoch. Dann meine Ausdauer mehr zum Schwimmen. Shit. Gut, 365.
Anlusterung wie. Da muss es doch Schnellreisepunkte geben. Da waren wir jetzt schon mehrere Male oben. Immer vorher abgekratzt, bevor wir einen Safe Point finden konnten. Dass die auch mal angreifen müssen. Hier mit den anderen Schnellreisepunkt laufende Munition. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Wind und Staub. In den direkten Weg. Das war wohl nix. So, weiter hier. Und dann müssen wir ja wohl mal ankommen. Nein, die Höhlen lasse ich mal links bzw. rechts liegen. Pistolenmunition hilft mir gerade wenig. Einige von denen haben Munition, die wir gebrauchen können. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass da drüben kein Safe Point gibt. Und das ist ein Boss auf der Karte. Direkt vom Boss muss es spätestens irgendwie ein Safe Point geben. Dann laufen wir auf einen zu. Ah, du bist unbedingt Ärger. Nee, nee.
Ah, da sehe ich doch einen auf der Map. Ein Schnellreisepunkt. Was sollte das denn werden? Hier waren wir auch noch nicht. Warum ist denn der hier? Ach so, nee, das ist eine Kiste. Ich dachte schon. Eine Statue im Grund von Kauf gebuddelt. Ah, hier. Hier ist ein schneller Reisepunkt. Können wir genau in die Richtung weiter. Ist doch der Wasserfall, wo wir drauf gegangen sind. Oder nicht? So dicht am Safe Point. Und wir betreten ein neues Biom. Sumpflandschaften. Können wir das mal kurz festhalten? Hexe im Sumpf. Tun vielleicht aufs Thumbnail. Da ist schon der nächste Schnellreisepunkt. Stück für Stück die Gebiete aufschließen. Oh nein, das ist hier das Lager mit dem Riesenheber. Ich glaube, ich mag nur durch. Will ich das nochmal schnell rausholen? Und abhauen. Hier noch den großen. Das hatten wir noch gar nicht. Das war eine knappe Nummer. Nur auch kurz mal diesen Ausblick genießen. Gibt's hier oben denn keinen mehr? Kein Safe Point in dieser Richtung.
Wir haben uns von einem die Richtung müssen wir. Nicht komplett abzustürzen. Werden wir trotzdem. Mir die Stürze um den Boden dort ab, nicht über der Schlucht. Also der Tod. Ein Meter weiter. Wir hätten es geschafft. Jetzt kein Einstiegspunkt. Scheiße. Hier so dicht dran. Das wäre es immer doch nichts. Man muss mir nicht anzeigen, wie weit ich mich von dem entferne, der hinter mir liegt. Das ist hier fast wie die Benachrichtigung von Kratz. Du hast gerade eine Nachricht gepostet. Yep. Ich bin dacht, dass man Post gepostet hat. Yep. Dann, wer sich das ausgedacht hat. Aber es ist so. Stürze mich hier nochmal runter. Was um schrittweise. Oh oh. Den Absturz haben wir überlebt. Hier haben wir eine Schnellreise. Ich mache einen Bossfight. Wie hoch ist das Level? Ja, vergiss es. Nee, nicht. Daneben. Och Mist. Ich hab gedacht, dass das so einen Schaden macht. Nehme ich mal den Speer. Nehme ich damit ein paar von denen. Ich hab's alle verschreckt. Mist.
Weiter in die Richtung. Mist. Und Shiny. Und Shiny Bild aber. Das wär's. Schön lang, weil. Und wieder 21. Ach, Scheiße, was ist für ein das her? Ich kann den Gegner attacken. Nice. Habe ich euch ja wahrscheinlich weggenommen. Mist. Ein paar wilde Bahnen schossen. Ein wildes Mensch erscheint. Aber das war ja auch so ein Traum schon seit der ersten Pokémon-Generation. Trainer zu fangen. Menschen in Pokebälle zu sperren. So. Damit hat man hier Harvard auch einen langen Traum erfüllt. Eine Lüftung statt man da so viel gebraucht. Was haben wir denn hier? Nur nicht raus. Ach, das haben wir doch, das haben wir mal ausgeblutet. Nummer 2. Oh. Mit der ist gut. Ein
fahren. Sehr schön, Nummer 3. Schaff mal es, um das zu bekämpfen? Natürlich nicht. So töten wir es jetzt. Schade. Großer Berg. Da werden wir wahrscheinlich nochmal drauf dürfen. Jetzt ist ein Platz im Inventar. Den Zug können wir wegschmeißen. Das Tonmünzen brauchen wir auch gerade noch nicht. Wie weit geht's hier denn noch? Und gleich ins übernächste Gebiet. Und die Gegner dann nochmal stärker sind. Sehr schön. Gehen ein bisschen auf Ausdauer. Und Mammorest. Wir müssen. Alter Kumpel. In der 34. Nein, wir sind sowas wie tot. Kratzer. Oh no. Das war ein dummer Fehler. Der Rest ist einfach der Gott von Freiburg. Kriegt man nicht. Noch eine Klippe. Ich
Versuch ist wert. Zwei weitere von den beiden habe ich. Wenn ich dann kriegen, was wenigstens down. Nein! Das ist gestorben. Schade, das zu fangen, das wäre nochmal ein Ding gewesen. Aber wow, wir haben Mamorist besiegt. Das ist eine Nummer. Das habt ihr alles gesehen. Das habt ihr alle gesehen. Und weil ich es nicht nochmal machen kann. Das möchte ich nicht nochmal hinkriegen. In der nächsten Zeit. Ich muss irgendwo ein Zeitpunkt geben. Das ist ein Boss. Wenn wir uns nicht mehr angezeigt werden. Ich bin hier beim Baum. Ich spüre ganz deutlich, ich soll hier noch nicht sein. Und jetzt wirklich eine schnellreise Statue geworden. Beschädigte Rüstung. Und sonst entferne ich davon. Besucherswildgang. Ach, bei meinem Lager drüben. Das ist ja jetzt eine Weltreise entfernt. Ich folge jetzt einfach mal den Weg. Wo kein Mensch jemals gewesen ist. Wo wir sind wieder im niedrigeren Gebiet. Das ist eine 800 Gottes. Oder auch nicht. Komm, die muss doch einen Safe-Ball geben. Wach. Wird doch abgemetzelt von allem. Jetzt kann ich auch noch was anderes bescheuert sein. Okay. Kauf mich du. So ein Bammel hier. Wo bin ich und was mache ich hier? Für ohne Safe Point schaffe ich das doch nie wieder hier hin. Ich habe lange kein Safe-Point mehr gehabt hier. Wollen die dann irgendwann auf oder was?
vorher einen Savepoint geben. Nee, Mini-Volt. Shit. Sterben. Rüstung beschädigt, ich muss weg hier. Zum was? Das sind Sniper-Tiere. Weg hier. Nein, die fange ich nicht. Was drehen die denn hier so weit aus draußen? Meter. Und da drüben. Das schafft man nie. Das sieht gefährlich aus. Okay, jetzt haben wir hier einen Safe Point. Super. Ja. Na, sehr schön. Wie viele neue Preise wir heute gefangen haben. Mit dem Sweet. Nicht.
Yep. Ein Drachenspinn. Ein 3000 Schaden. Meine Fresse. 23, okay, guck mal. Das könnte man fast schaffen. Nicht mit beschädigter Rüstung. Das könnten wir versuchen. Ist zwar absolut wahnsinnig. Wir haben unmögliche Dinge heute schon geschafft. In diesem Stream. Dann werde ich mal schnell hier zum Lager zurück. Und die Rüstung aufbessern. Und Metallbahn leuchter. Jetzt mal 7 Metallbahnen. Müssen wir mal ein bisschen runter vom Gaspedal, damit mal ein bisschen Bins Metall füllen. Wild aufgestellt, aber egal. Sie haben jetzt dieselbe Kapazität, aber sehen ja hübsch aus. Mein Inventar mal ein bisschen frei machen. Die habe ich nicht gebraucht. Eisen abbauen. Seiden, ich kann jetzt natürlich noch nicht Giftfernbrust Mega Gleiter. Und ich länger mit gleiten oder was? Länger nicht. Fluggeschwindigkeit. Egal, her damit. Alte Pistole. Generator brauchen wir. Das war das andere, was wir für ein Lagerlevel brauchen. Und das hier. Resistente Metallrüstung. Flügel. Eine Stehlampe. Ich werde mal gucken, wen wir noch ins Team mitnehmen können.
jetzt jemand aufleveln. Silo. Metallregal ist jetzt. Uff, das ist ja hier wirklich. Wir machen den Anstieg. Ist grüner. Megaschutz, auch mal nicht schlecht. Schaumkäfig. Lager aufgestellt wird mit höchst viel Pals im Lager des Arbeitssymbols von Handwerk. Unbedingt. Den Reif brauche ich meine jetzt mal dringend. Und Sachen fangen. Braucht die neue Rüstung. Metallbaren Stofffeuerdrüse. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Metall wieder. Das war so eine verpasste Chance, dass ich die, dass das Erzlager nicht genommen habe. Das ist ärgert mich so, habe ich zu spät gesehen. Und die nächsten zwei Blut kriegen. Ich muss noch ein paar Bosse noch besiegen. Das kriegen wir jetzt hin. Müssen wir am nächsten Stream wahrscheinlich schon umziehen. In das neue Gebiet. Schlecht wieder zu sehr umher. Ich wollte zu viel. Goldmünzen, die habe ich halt auch noch nie gebraucht. Ich habe es schon mal gesagt, egal wie viel ich hier, wie weit ich das Inventar vergrößere, auch wenn ich irgendwann 1000 Platz im Inventar habe, ich werde immer bis zum Maximum ausreizen. Auch wenn ich nichts anderes im Inventar hätte und ich wirklich am Anfang Müll losgehen würde, dann ich würde das. Das war da Ausrüstung aufbessern. Hat nicht zu bedeuten, dass man das Problem mit dem Schlepps zu viel herum weggeht. Da
bin ich einfach unverbesserlich. Ich kann mehr mitnehmen, das heißt, ich nehme auch mehr mit. Das haben wir hier ganz schnell geregelt. Schon ein bisschen wieder leicht. Ist auch nichts drin. Und jetzt haben wir die Kühltruhe. Die Stoffbohrer und Metallbahn. Verteidigung 105. 40 Metallbahn, da müssen wir noch ein bisschen. Stoff wollte ich herstellen. Das dürfte easy gehen. Und dann machen wir das hier noch zu Ende. Vierzig Metallbahnen. Dann gebe ich aber erstmal welche. Gut aus. Für das Gewehr natürlich. Oh, das hat auch mehr Verteidigung. Das ist die Metallrüstung. Lohnt sich. Hier mal mehr Metall holen. Und ich bin ein paar Sphären haben. Sind die Batterie geklopft? Nein, natürlich nicht. Und drüben ist der nächste Haufen. Vielleicht sollte man das Camp doch hier behalten.
Toller Boss. Ich mag, wo das Spiel gerade hingeht. So, jetzt müssen wir noch genügend haben, 40 Eisen herzustellen. Noch ein bisschen Schaden und Abkürzung. Natürlich musste ich noch einen Stein aufheben. Ist eingestellt hat. Der Unterschied zwischen Schleichen und Kriechen, zwischen Spazieren und Kriechen ausgemacht. Dieser Haufen dort. Muss auch mal wieder durchrennen. Okay, er gräbt hier, da drüben, okay, interessant. Man lange mal nicht hier gewesen ist. Ein Stier gestürzt. Da waren auch wieder 100 Preisfähren mit dabei. Ein paar sind nicht gebrochen. Das sind jetzt noch ein Erz, aber mit 40 abgebaut. Wir sind schon schlafen gegangen. Dann werde ich auch mal. Schießpulver braucht man für Munition. Und man tut jetzt einfach. Es wird auch nicht überall rumlaufen.
heiß, müde, warum arbeitet es dann weiter? Du, komm mit. Du machst Pause. Ist nicht so, als hätten wir hier keine Preise, die entspringen können. Ich gehe ja schon neues abbauen. Muss jetzt despawn sein. Respawn sein. Nein, wird zurückgekommen sein. Über Nacht. Oder nicht? Müssen wir uns woanders ein Eisenvorkommen suchen. Auch lang kein nichts mehr gefunden. Und drüben ist noch Eisen. Eisen. Gefürchtete Schlechterin geht Eisen abbauen. Waffenbruch, so ein Scheiß. Spazieren wir da zurück ins Lager. Kein Problem. Sind gleich da hier. Wir kriegen Schaden, ach egal. Wir verrecken dann nur am Lager. Auch gut. Noch voller Penitenzfibel, was ist das? Ein bisschen schleunigen ist nach dem ganzen Action, den wir heute hatten, nicht nötig. Kann man mal machen. Ein bisschen runterkommen, ein bisschen. Und kein Spazieren durch die Wildnis. Was nennen wir hier direkt im Lager drin?
wenn es halt so praktisch ist. Immer auch ein bisschen Fallschaden, der sowieso wieder regeneriert. Im Kauf. Joa. Ansonsten. Stunden später. Das Team muss ich mir noch mal angucken. Ich glaube, was Neues nehmen kann. Eigentlich hier schon den. Ne, der braucht um 50 Metallbahn. Ja, es dauert noch ein bisschen. Noch gegessen. Vierunddreißig, das haben wir doch gleich. Ach, was wir ja mal machen könnten, statt hier rumzustehen. Hier mal gucken. Können wir den Pass verstärken. Hier auf Angriff gehen. Unsterblich machen. Grenade-Trink. Was kann er hier? Phantomschnabel und Düsterball. Ja, vielleicht auch nicht ganz schlecht. Und dann ist ein Modi.
schon einen im Team. Ja, nee, eher nicht. Selten Stammschuss, nee. Feuerschuss, Luftkanone. Tausch gegen ihn hier. Ein Drachenpfeil mit dabei zu haben, ist echt, ist was wert. Feuerdrachen. Die beiden Sachen müssen herstellen. Fließband und können wir schick verbessern. Jo. Und die neue Rüstung. Hitzeresistente Metallrüstung. Wie geht's dir denn? Ist mir egal. Auf geht's. Gar nicht bauen. Kann er nicht. Du kannst doch helfen. Ich kann immer nur einen schicken. Das 99 Modi war auf 42 und wird runter. Dieses Part scheint berühmt zu sein. Ach, das ist normal. Das ist depressen. Ein. Tja. Was gibt's hier Neues in der Welt? Oh, fertig.
Dann würde ich das nächste machen. Kann mal vom Teil gemacht werden. Hübsch. Seven Minuten. Und schläft. Jetzt auch recht kann weg. Oh, was? Tanzi muss ich auch holen. Tanzi braucht auch nicht so lang. Mitkommen. Modi tut sich mehr schwer mit seiner Arbeit, das ist normal. Das muss so. Das ist. Zu sauber. Okay, das können wir nicht. Pistole, da werde ich werde es nicht nochmal. Das machen wir am nächsten Stream. Jetzt habe ich erstmal die Wumme, die ich schon habe. Anwurm ist noch nicht ganz auf dem Level von den anderen, aber egal. Zum Schluss jetzt nochmal was Wahnsinniges. Und im Nagel gehen alle drauf. Den mal da. Und jetzt Probleme. Oh, hier die Waffen, die bringt einiges. Muss ein bisschen ausweichen. Ich brenne. Na komm drauf. Den Angriff habe ich gerade verstärkt. Das kann klappen. Nice. Boss gefangen. So, mal schauen, was das im Team kann. Wahrscheinlich wieder nix.
Sehr schön. So muss das. Sieht doch super aus. Ach, da haben wir schon ein zweites. Da drüben ist ein schnellerweise Punkt. Mal schauen, wenn wir diesen Turm mit zwei Streams haben, machen wir den nächsten Turm. Mit 308 Angriff. Nicht schlecht. Drachenatem und Geister. Wow, okay. Kann zwar nicht fliegen, aber wie trotzdem ersetzt. Feuerschuss. Ich nehme den ganzen Boss. Die Katze wollte nur den Boss. Und jetzt die Bosse mit rein. Beim Lager müssen wir auch mal irgendwie was machen. Tun sich alle schwer bei der Arbeit. Ich habe mich doch mal in den Urlaub geschickt. Killed it. Bestimmt irgendwo noch Medizin rumliegen. Wo ist Tanzi? Hier. Gerade wollte ich mir ziehen geben, da. Schläft jetzt im Wasser. Na ja, egal. Und dann am nächsten Tag. Wie läuft's hier? Gleiter. Das muss ich auch noch erklärt, das Eindruck. Rat nicht füttern.
frisst Medizin. Und die Schöpfe können was tun. Bin hungrig auch. Wetten die Morde schon wieder vertrieben. Ich muss jetzt davor stehen und aufpassen. Das Morde sich da jetzt erholt. Okay. Ich hab's durch den Bogen geschmissen. Das. Herz auf. Paar scheint sehr gestresst zu sein. Ich dachte, die haben die keine Beeren mehr hier drin. Was? Ne, die haben keine Beeren mehr hier drin. Wird auf dem Beerenfeld nichts mehr angebaut oder was? Das Beerenfeld vertrocknet oder was? Willst du was handeln? Medizin. Das können wir scheinbar jetzt brauchen für die Leute. Und für Munition brauchen wir hier. Bisschen Munition gekauft. Ein bisschen. Ganz klein wenig. 75. Da haben die ganze Zeit nichts zu essen. Das ist ja nicht wahr. Das ist nur fürs Bewässern zuständig.
Was können wir noch gegen dich tun? Raus da. Ich guck dir jetzt zu. Weißt du was, ich train dich hier gleich ein. Nehmen wir sowas wie Training hier. Wildschutz fand ich. Genau, das ist jetzt hier. Nur mit einem Wildschutz 20 drumherum ums Bett. Könnte man sogar hinkriegen. Dann eh nur wieder einen Weg drum herum. Das ist ein bisschen der Wohlfühlknast jetzt hier. Sind doch safe durch. Egal, der wird erzählt. Also klar, dass das letzte hier nicht reinpasst. So, ruhig dich jetzt da aus. Ist nicht wahr. Wie zum Fick. Ist das... Du stehst jetzt verdammt scheiße. So, jetzt auszoomen. Nein. Ach meine Fresse, dann verreckt doch. Ach ja. Modi hier reinstopfen. Jetzt hilfst mal baden. Na dann. Ist hier noch was?
Ja, sobald wir zwei haben, hole ich noch mal dringend hier ein Erzbruch. Na dann. Das war doch ein actionreicher Stream. Na dann. Ich muss euch leider verkünden, dass der Stream am Montag, der Parwood-Stream am Montag, der wird ausfallen. Da werde ich nicht streamen können. Da, ja, dann sehen wir uns am Mittwoch. Dann zum, nee, wir sind zum Morgen wahrscheinlich erstmal wieder noch mit Modi, zum echten Modi. Zum Borderlands 3. Und ja, dann am Mittwoch erst wieder zu einem neuen Projekt. Ja, bei Borders haben wir jetzt Ende gespielt. Borders Tale of Two Sons. Ja, ich habe in den Endcards dann Rain War noch Green. Dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder. So schaut's aus. Ich sag ab in die Endcard und ab in den Wait.